Hallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Vermeer 2. Mit mir dabei ist natürlich wie immer Kunstexperte vor dem Herrn Anno Hollig. Jo, moin moin, le flüt vor dem Herrn, na denn. Ja, wir hatten ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet, so, wir könnten ja eventuell vielleicht einen Kunstkurs machen, der uns noch fehlt. Passt zeitlich gerade sehr gut. Deshalb machen wir das einfach. Jo. Ja, dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen, aber naja, wir haben ja Zeit, wir haben ja uns, wir quatschen ein bisschen. Wir haben ja uns. Komm, mach ein Lagerfeuer. Möchte jemand die Gitarre rausholen? Row, row, row your boat gently down the stream. Kumbaya, my lord, kumbaya. Kumbaya. Wir befinden uns am 22. Juli 1920, Waffenstillstand gesucht der Polen an Sowjetrussland. Hätten das mal ja, die Ukrainer, aber ja. Ja, die Krim hat sich ja freiwillig den Russen in die Arme geworfen. Ja, 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 so ein bisschen. Das nennt sich ja, glaube ich, Gruppenselbstmord oder sowas, ne? Also. That's right. Ja, wie, machen wir wie bei Gericht so ganz kurze Antworten und das ist korrekt, ja. Die typische Sat1 RTL Pro 7 RTL 2 oder Gerichtsshows laufen, ja. Die erste Frage: Kaum tritt irgendein Laiendarsteller rein, sind Sie mit dem verwandt oder verschwägert? Mit dem doch nicht! Oh. Nein, aber ich hab's vor. Ja, okay, aber. Okay. Gut, hier ist unser Ergebnis bezüglich des Teegeschäftes. 323.000. Ja, haben schon über 2 Millionen jetzt. Ja, 2.072.000. Und wir haben den vorletzten Kunstkurs. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir nochmal hier Richtung, hier in Bombay ist schon wieder die Hölle los. Das klingt nach so einem Film, oder? In Bombay ist die Hölle los. Bewegung, Bewegung. Ja, und der ganzen Police Academy. Genau. Crew. Police Academy 12 oder so. 10, 10, 10, 10, 10. Wir haben 24. 24 durch 5 geht nicht, uff, richtig. Ja, aber jeder 5 bis auf einer. Ja. Also. Ja, ja, ich bin doch schon am Klickern. Ja, siehst du, die Bildschirmübertragung hängt ein bisschen hinterher mal wieder. So. Ich hoffe, du nicht. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Ja, gut. Ja, ich höre dich. Bewusst. 199 Tonnen Kaffee haben wir. Lohnt sich. Das ist eine Tonne weniger als letztes Mal. Peitsch sie aus. Wir gehen auf dem Rückweg erst wieder vorbei. Das ist mir doch. Das geht ja mal gar nicht. Ja. 2. August 1920. Internationaler Gerichtshof in Den Haag errichtet. 3. August 1920, Internationaler Gerichtshof in Den Haag abgerissen. Nein. Abgebrannt. Das macht doch alles keinen Sinn, das dauert alles viel zu lang. Unser 21. Besuch in Bombay und wer dankt uns? Niemand, es ist nämlich keiner hier. So. Oh, Alter, sag mal, die da drüben stehen ja mehr Leute auf dem Feld als Pflanzen. Ja, und wir haben auch nichts, womit wir hier entgegen. Sag mal, wie lockt der die von uns weg? Können wir das nicht auch bei dem tun? Ich habe jetzt hier mal einfach den Lohn auf von 1 auf 3 hochgesetzt. Und machen wir hier mal ein bisschen Streik starten. 200.000, die war es mir jetzt irgendwie wert. Mhm. Arbeiter fehlen. Sie haben ihren Plantagen keine Arbeiter zugewiesen. Ich weiß, es waren keine da. Damit sie Waren produzieren können. Ach nee, müssen sie. Nein! Ernsthaft! Wann kommen denn endlich die Maschinen? Ich will die Arbeiter loswerden. Faust an Backe, ohne Scheiß, weißt du, bei so einer Aussage. Ja, sollen wir die in die USA schicken? Die 26 die Könnchen. Ja, alle Arbeiter werden in die USA geschickt. Ja, gerne. Sind zwar nur 27 Tonnen, aber hey. Naja, aber da gibt es noch ein Termingeschäft. Eben. Im Oktober, da schauen wir da locker. Locker. Locker flockig von der Hüfte. Flocker lockig, sag ich da nur. Aber gut.
May. Oh, Was? Wir sind im falschen. Ich wollte eigentlich so ein. Nein, um Gottes Willen. Ich wollte eigentlich so ein, eine Übersicht starten bezüglich unserer Punkte. Dass wir da mal reingucken, ob die 50 Punkte auch schon. Jetzt wollte ich gerade sagen, aufgebucht wurden. wo steht das denn? Hier. Nee, stehen sie nicht. Also mit 50 wären wir irgendwie auf Platz 1. Waren das? Die Frage ist natürlich, ob das jetzt Ansehenspunkte sind oder normale Punkte, aber ich habe das schon so verstanden. Also rein so wie unsere Ansehenspunkte sind, würde ich sagen, es war Ansehen. Weil also prinzipiell hat es aber so gedacht, so dauerhaft 50, oder? Ich hatte jetzt gehofft, es wären hier. Dann hätten wir wahrscheinlich gewonnen gehabt. Das wäre aber auch zu einfach gewesen. Vermutlich, ja. Weil 50, also Bedenke, wir sind auf schwer. Ja, also, ja. Am besten, wir müssen wir gucken nachher nochmal in die andere Folge rein und lesen es nochmal. Ja, ich glaube auch. Wir müssen nach Rom, habe ich das richtig gesehen? Wir müssen nach Rom? In Rom fehlt uns noch der Kurs. Dann würde ich sagen, machen wir das mal auf dem Rückweg vielleicht, dann haben wir mal alle hinter uns. Ich würde auch sagen, wir klappern jetzt hier noch unsere Plantagen ab und gehen dann nach Rom. Waren wir schon jemals in Rom? Einmal, glaube ich. Echt? Also, ja, okay. Aber ne? Das könnte schon ein bisschen. Sag mal, arbeitet hier auch keiner mehr oder was? Ich kriege eine Krise. Nee. Ja. Und es sind auch keine mehr da. Ja, super. Ja, ich meine, guck, das fällt von den Konkurrenten an. Dann diese so, wir machen das wie immer. Hier mal aufs Doppelte. Und sollen wir die beiden streiken lassen? Ja. 192.000, das können wir uns leisten, oder? La, la, la. Ja, auch diese Meldung kennen wir zu Genüge. Gut, wenn wir das jetzt natürlich immer machen müssen, haben wir irgendwann mal wirklich kein Geld mehr, wenn wir nur noch ne? Und so. Streik auslösen müssen, um an Arbeiter zu kommen. Hier arbeitet auch keiner mehr, natürlich. Super. Aber ihr habt's noch vier, weißt du? Das ist der Unterschied. Ja. Vier verteilt auf drei. Yeah. Ihr kennt das schon. Da, 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 da. So. Mann, ey. Also ich sag mal so, also eine halbe Million haben wir schon auf den Kopf gehauen für Streik. Ja, das kommt hin. In etwa sehr genau. So, jetzt machen wir das Ganze nämlich wieder rückwärts und müssen unsere ganzen Arbeiter wieder einsammeln. Ach, guck mal, da sind doch alle schon wieder. Ah, nee. Yay! Nee, sind sie nicht, aber immerhin, wir haben drei. Also, mein, das hat sich ja gelohnt hier. Pro Plantage drei. Ja. Yeah. Die 192.000 für drei Arbeiter. Wir könnten nochmal. Nein. Nee, boah, Alter, weißt du, wie teuer es ist. Ja. Das hat sich total gelohnt. So, wir brauchen auch gar nicht in die Lagerbestände reingucken, denn da war nichts. Das sind irgendwelche Miniaturbeträge. Aha, was ist denn das? Aha, sehr schön. Dumm gelaufen, wa? 14. August 1920, Eröffnung der 7., ich wollte schon 12. sagen, 7. Olympischen Sommerspiele in Antwerpen. Ja, yeah, war nicht eben erst Winterspiele. Ja, aber es ist ja schon August. Ja. Ja, ist doch logisch. So, jetzt sind wir wieder hier. Guck mal, das sieht auch gut aus. Halleluja. Hallo Julia, ja. Hi. Mir sans, ja. Das sah schon besser aus jetzt. Sehr gut, hier ist nichts zu holen, klar, 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 klar. Willst du? Soll ich? Was denn? Die Meldung vorlesen. Du bist im Warenlager. Nein. Oder sind wir hinterher? Dann lese ich vor. Andanome, der Saboteur hat das Transportmittel, mit dem Andanome unterwegs ist, zum Stillstand gebracht. Bis der Fehler gefunden und beseitigt wurde, vergehen. Du weißt es schon. 8 Tage. 10 to 6. Entschuldigung. Ja. Das war ein bisschen. Ich schwelgte in einem anderen Spiel. In Erinnerung. Wir verpassen leider die Auktion in Paris. Nein.
Dafür finden aber heute, am 22. August 1920, die Eröffnung der ersten Salzburger Festspiele statt. Ja, aber wer kennt die nicht? Also ich kenne die. Liegt aber daran, dass ich Verwandtschaft in der Gegend habe. Du hast doch überall Verwandtschaft. Richtig. Schweiz, Salzburg. Dagomäs, die haben sich früher breit gemacht. Wie die Dagomäs an sich sind ja ein sehr fruchtbares Völkchen. Ja. Völkchen, Halleluja. Ja, also ihr habt bestimmt schon einen von uns getroffen. Egal, wo ihr wohnt. Mindestens. Ja. Egal, wo ihr wohnt. Nein. So, wir haben jeder Stadt auf jeden Dorfe. 23 durch 5, selbes Problem wie immer. Ich gebe jetzt mal 4 jedem dazu und dann gucken wir mal, wie viel wir noch übrig haben. Oh, das wollte ich jetzt so nicht. Drei. Dann kriegt der noch einen und der noch einen. So, schön. Und die haben auch wieder produziert. Unglaublich, aber wahr. In Ankara waren tatsächlich Arbeiter die ganze Zeit. Ja. Mehr als einer. Zumindest einer, ja. 145 Kaffee nach London. Mhm. Und Tee, nee. Nee. Tee, nee. Gut, wo wollten wir nach Rom? Oder beziehungsweise ja, erst nach London und dann nach Rom, würde ich sagen, weil es ist gerade mit Ankara. Dann willst du erst nach London und dann nach Rom? Ja, aus folgendem Grund. Wenn wir nämlich jetzt gleich nach Rom fahren, müssen wir bis zum 15. warten, weil da dann wieder die Kurse losgehen erst. Das wären jetzt noch über einen halben Monat. Ah, okay. Deshalb hätte ich jetzt vorgeschlagen, wir verkaufen die Sachen zuerst mal, fahren dann, schauen dann, wie spät es ist, in Anführungsstrichen, welcher Tag es ist zumindest. Ja. Machen es dann davon abhängig. So, Warenmarkt. Kaffee ist leider geschlossen, aber wir verkaufen ihn trotzdem. Ja. Genauso wie den Tabak. Obwohl. Vielleicht sollten wir ihn nach USA. 11. Oktober ist aber knapp. Obwohl, nee, ist nicht knapp. Wir haben August. Ja. Also, wenn Sie es jetzt nicht gerade mit einem Kamel darüber schiffen. Ich habe es ja schon rübergeschickt. Sehr gut. So. Trotzdem Rom. Wir brauchen 2 Tage. Oder zuerst Ankara und dann Rom. Ankara waren wir so eben erst. Ja, aber die haben bestimmt schon wieder 2 Tonnen produziert. Ja, ja, komm. ich würde eher sagen, vielleicht sollte man eben nach USA, nicht, dass da wieder immense Lagerkosten anfallen, weil wir hatten vorhin schon mal irgendwelche Tapper-Geschichten hingeschickt. Dann könnte es aber mit dem 15. knapp werden. Aber wir probieren es. Ja, dann machen wir es irgendwann anderen. Bing-bing. Andanome, sie müssen all ihre... Mann, 44.050. Aber es ist günstiger geworden. Yay. Echt? Ja. Ich könnte schon, letztes Mal waren es nur 41.000. Letztes Mal waren es, glaube ich, 49.000. Echt? Okay. Nagelt mich da aber bitte auch nicht drauf fest oder nehmt mich wenigstens wieder runter. So. Schickt Dagomi bitte eine Schachtel mit Nadeln. So. Oder Nagelentferner wenigstens, ja. Nagellackentferner. So, es hat sich jetzt... Genau, schenkt Dagomi einen ganzen Karton voll mit Nagellackentferner. Okay, es hat sich... Freut er sich sicher drüber. Total. Es hat sich ein bisschen gelohnt. Nee, nicht wirklich. Nee. Nicht wirklich, wirklich. Wieso ist denn das jetzt geschlossen? Ja. Das ist so erst im Oktober. Ja, weil die meisten anderen wahrscheinlich schon hingeliefert haben. So, wir verkaufen es trotzdem. Ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal hin und her zu schicken. Ja, das verkaufen wir auch. Den restlichen Tee. Hat ja eh nichts. So, gut. Ab nach Rom. 9 Tage, das könnte genau klappen. Wir sind am 15. September dort. Daumen drücken. Ja. Aua. Knack. Das tat weh. Aua, der stört weh. Der zweite Besuch, sag ich doch. So oft wirklich. Ja, 1. Oktober geht's wieder los. In 14 Tagen. Haben wir genau verpasst. So, steht aber hoch. Naja gut, was kann man in Rom noch so machen? Kennt jemand irgendwas, was man in Rom angucken kann vielleicht oder so? Oh, was haben wir? Kolosseum. Was haben wir denn hier? Gemälde fälschen lassen.
Ah, Monsieur, hören Sie, ich kenne jemanden. Vor allem, weißt du, Monsieur. Ich wollte gerade, was ist denn das jetzt für eine Sprache Rom. Hier in Italien? Na, aber in Rom, Monsieur ist Französisch, was soll ich machen? Der Akzent war nicht falsch gewählt, es war nur die falsche Stadt. Die ist vom Spiel vorgegeben. Ah, oh, Monsieur, hören Sie. Vielleicht ist er einfach nur von Frankreich gesucht und hat sich dann zu den Italienern versoggi. Versoggi? Versoggi. Spaghetti und Bolognese. Anno ist für Anfänger. Monsieur, hören Sie, ich kenne jemanden, dessen Schwager jemand kennt, der in der Lage ist, hervorragende Bilder zu malen, die den Originalen täuschend ähnlich sind. Wenn Sie möchten, kann ich ein solches Kunstwerk für Sie in Auftrag geben und versteigern lassen. Sie müssen mir lediglich eine Woche Zeit geben, um das Gemälde zu besorgen. Kosten 100.000, ich glaube, das lassen wir lieber. Jo. Vor allem, weil wir auf schwer spielen. Nein, Quatsch. Ja, wahrscheinlich fliegen wir auf und unser Ansehen sinkt rapide auf null. Je, es wird schon wieder gestreikt. Schön, wie er da eine Kurve fährt, ne? Ja, also ich würde auch von Rom aus, würde ich nicht übers Mittelmeer nach Ankara fahren. Nein, ich würde oben rumlaufen. Ja, was macht man heutzutage so? So, wie viel haben wir denn? 54. Alter, ihr wollt mich doch fertig machen. kriegen jetzt erstmal alle 10. Ja. Beziehungsweise sie kriegen gleich 11. Wir kriegen auch so viel. Sie kriegen auch so viel Pi mal Daumen. Super, das passt eh nicht. Und so. Mann, ey. Sowas liebe ich ja. Ja, komm, das muss jetzt reichen. So. Gut. Haben die wenigstens was produziert? Naja. Haben sie. Mehr als alle anderen, glaube ich. Wahrscheinlich sogar noch, ja. Wir lassen es, glaube ich, trotzdem erstmal noch. Jetzt ist die Frage, wann ist die in 5 Tagen, kommen wir da rechtzeitig? Ne, warte, wann ist die? 24. Da fahren wir da hin, oder? Warte mal, was ist denn das für ein... Zeitgenössisch. Ja, okay. Was ist denn in Rom, was wir noch machen müssen? Kunstkurs. Ja, für welches? Achso. Zeitgenössisch wahrscheinlich. Das ist nämlich meine große Panik, die ich gerade noch schieb. Wo war denn das? Romantik. Nee, zeitgenössisch haben wir schon. Das war das letzte, was wir in Berlin gemacht haben. Oh Gott sei Dank, in Berlin. Sehr gut. Ich würde sagen, das machen wir, oder? Nein, die Top, schön mitgedacht, wa? Vor allem, da müssen wir, glaube ich, nur eine. Vor allem, das Schöne ist gerade auch, wenn wir jetzt nach Lissabon reisen, müssen wir über Rom, wie du siehst. Guck mal, hier so. Ja. Logisch. Geht auch hier keine Straße durch. Keine einzige Straße. Na, man kann. Mittelmeer ist auch völlig. Das konnte man 1920 noch gar nicht befahren. Das geht gar nicht. So, jetzt müssen wir nämlich genau einen Tag hier bleiben. Eine Woche? Stand da nicht irgendwas vom 24.? Achso, ist. Okay. Falscher Monat. Also, prinzipiell, der Tag wäre super gewesen. Der Monat war das Problem. Das ist nochmal so ein. Nö. Nochmal so ein Horst. Können wir hier noch was anderes anklicken? Oh, guck mal, ein Schiff. Ich kann dir sagen, wenn wir jetzt das Schiff anklicken und hier rüberfahren, wird ihm ein bisschen scheißegal. Wir fahren jetzt trotzdem nach Rom, würde ich sagen. Ja. Warten jetzt die paar Tage und geben den gleichen Auftrag. Dann haben wir das nämlich mal durch. Oder? Mhm. Es sind ja nur noch 5 Tage oder so. Wenn wir dann quasi am 1. Oktober bis zum 15. oder bis zum 14. diese Schulung machen, können wir quasi wieder zurück, weil dann ist schon fast der 24. in Lissabon. Ich fürchte, wir könnten vielleicht zumindest in Ankara oder so, da wo am meisten geht, sollte man vielleicht mal kurz vorbeigucken. Ja, aber ich würde schon gerne diese Auktion mitmachen. Ja gut, aber Ankara ist ja, das sind ja 4 Tage oder so. Ja, aber von da aus dann zurück nach Lissabon? Mhm. Denk dran, dass wir nur gesamt 9 Tage haben, wenn wir mit der Schulung mal durch sind. Okay. Wir haben jetzt halt schon seit Monaten kein Geld mehr verdient. Ja Gott, wie viel haben wir? 1,7 Millionen. Hey, wir sind fertig. Wir haben sämtliche Dingens gemacht.
Wieso gehe ich immer wieder hier rauf? Ich verstehe es nicht. Ey, weiß ich. Jetzt mal ganz kurz. Wie lange, also wir brauchen 2 Tage nach da. Wie lange brauchen wir nach da? 3. Also 3 hin und dann nochmal 5 zurück sind 8. Könnte klappen. Wenn keine Sabotage vorkommt, ja. Gut, aber dann reicht so rum auch fast nicht mehr. Sollen wir es probieren oder nicht? Naja, da jetzt kein Streik in Ankara ist und wir ja sowieso erst ganz kurz vor Lissabon in Ankara waren, ist so eigentlich jetzt. Ja. Ich habe das schon mal so ein bisschen rausgehört. Die anderen haben irgendwie auch dieselbe Idee gehabt, ne? Ja. So ein bisschen. Wilhelm kommt noch. Ach nö. Super. Hoffentlich ist es eine Fälschung, dann bieten wir mit. Ich will auch alle im selben Bett schlafen. Ja. Der Mann mit der Nase, oder wie heißt das? Ich weiß, der hat ein bisschen was von Hitler. Okay, wir haben 3 Leute, die das erkennen. W4. Das ist ein Selbstbildnis von Pablo Picasso übrigens. So wie zum Thema Hitler, ja. Ja, von der Frisur meinte ich. Also W4, ja, wie Wilhelm 4, ja? Ja. Ist ein 4, warte. Ich mach das jetzt zum oft mal sehr. Gut, dass dieses Bild überhaupt nicht groß ist zum Scrollen. Ist authentisch. Okay, das heißt, wir müssen. Also mitgehen mit allem, was wir haben. Mit den 1,7. Mehr oder weniger. Ja. Oh Gott. Ja, da sind wir auch gleich. Bitte keiner mehr mitgehen. Bitte keiner mehr mitgehen. Bitte keiner mehr mitgehen. Bitte keiner mehr mitgehen. Komm schon. Hau drauf. Mehr geht nicht. Wenn wir jetzt mitgehen, haben wir eh keine Chance mehr. Komm schon. Komm schon. Hau drauf. Mach endlich hin. Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir sind pleite. Ja. Pass nach Berlin, das geben wir auch gleich ab. Oder? Ja. Das ist auch die nächste Auktion. Gut, wir haben kein Geld mehr. Aber da wäre die nächste Auktion. Weh, du hast jetzt einen Scheiß erzählt. Achso, nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in die Galerie. Hoppala. Ach, du meintest W4. Ich habe B4 gelesen. So, wie ihr das natürlich von uns auch schon kennt, zumindest in den letzten Folgen, lesen wir das natürlich auch vor. Selbstbildnis von 1907. Pablo Picasso. Das Selbstbildnis Pablo Picassos entstand im selben Jahr wie das den Kubismus begründende Bildnis Le Demoiselle d'Avignon. Es zeigt den jungen Künstler Picasso, der auf dem Weg ist, mit Braque, was auch immer Braque ist, eine neue bedeutende Kunstrichtung zu begründen. Eine Kunstrichtung offenbar. Den analytischen Kubismus. Achso. Picasso vereint verschiedene Blickwinkel zu einer Ansicht. Es ist zu erkennen, wie der Künstler die Form abstrahiert. Ja, klar. Ohne sich hier aber schon ganz von ihr zu verabschieden. Wie es in seinem späteren, zum synthetischen Kubismus tendierenden Werken immer deutlicher wird. Natürlich, wer kennt das nicht? Die Elemente kubistischer Kunst sind der Natur entnommene geometrische Grundformen wie Zylinder, Kugel und Kegel. In seinem Selbstbildnis formt er aus diesen Urformen sein Gesicht nach. Achso, lernt man noch ein bisschen was über Gesicht, über Kunst. Ja. Da haben wir einen gewissen Bildungsauftrag. Also. Selbst für uns. Ja. Wenn nur wir was dabei lernen. Original abgegeben. Dieses Bild ist von unschätzbarem Wert. Leider ist es hässlich. Wir hängen es aber trotzdem auf, oder? Natürlich. Alter, aber leider ist mir gerade das Herz in die Hose gerutscht. Leider ist es falsch. Ach ja. Ich wollte jetzt nochmal die Punkte eben checken. Ich weiß bloß immer nicht, wo. Hier nicht. Nee. Bilanz, was ist auch kein... 15 Punkte. Ich glaube, wir sind... Zweiter. Nicht Zweiter. Aber wir waren vorher schon Zweiter, aber punktgleich mit Heiner. Den haben wir zumindest mal abgehängt ein bisschen. Ja. Und Anna, das haben wir dann auch hinter uns und so. Zumindest noch, ja. Wir sind beim Ansehen noch ganz gut dabei.
Es ist bald wieder Jahresende. Trotzdem ist nicht nur Jahresende bald, sondern auch das Folgenende. Das haben wir nämlich jetzt schon. Ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und Anno hat die letzten abschließenden Worte dieser Folge. Ba ba da 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 ba da